Damen und Herren, zunächst ganz herzlich willkommen hier heute Abend in der Krone in Hahnweiler. Sicher ein ungewöhnlicher Ort, dennoch umso schöner, dass Sie alle den Weg heute Abend hierher gefunden haben. Ich freue mich, dass Sie trotz des Faschingsdienstagabends, der ja zugegebenermaßen bei uns in der Gegend nicht so die große Rolle spielt, heute hierher gekommen sind, und ich freue mich ganz besonders, dass heute auch unser ehemaliger Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender Heinz Bühringer trotz mancher Beschwernisse den Weg hierher gefunden hat. Herzlich willkommen. Damen und Herren, noch 2,5 Wochen bis zur Landtagswahl, und es gibt eine Situation in Baden-Württemberg, die wir eigentlich so bisher nicht gekannt haben. Die letzten Umfragen sagen, dass Rot-Grün zumindest, und ich sage zumindest, gleich auf ist mit Schwarz-Gelb, und wir haben jetzt endlich die Chance auf einen reellen Regierungswechsel, und wir haben vor allem die Chance, nach dem 27. März eine bessere Politik für unser Land zu machen. Und insofern, denke ich, lohnt es sich auch zu kämpfen, die nächsten Wochen für eine bessere Politik, für eine gute Politik, für die Menschen im Land und nicht nur für die Wirtschaft, sondern zu der Wirtschaft gehören auch die Menschen. Und es ist heute nicht nur Faschings-Dienstag, sondern es jährt sich heute auch zum 100. Mal der Internationale Frauentag. Und das ist offensichtlich bei vielen gar nicht so im Bewusstsein. Ich habe heute Morgen eine Veranstaltung gemacht und viele Frauen haben mir gesagt, was, heute ist Frauentag? Ja, das habe ich ja gar nicht gewusst. Dennoch ist es umso wichtiger, dieses im Gedenken zu haben, nicht nur am 8. März, sondern das ganze Jahr über. Denn wenn wir uns die Situation in Baden-Württemberg angucken, dann müssen wir heute feststellen, dass wir von Chancengleichheit noch weit entfernt sind. In unserem Land verdienen Frauen 28,5% weniger als Männer, letzter Platz. In unserem Land, unser Land hat den letzten Platz bei den Mandaten in den kommunalen Vertretungen, aber auch in den Landesvertretungen. Und ein ganz wichtiger Punkt scheint mir da zu sein, wir haben auch immer noch den letzten Platz beim Ausbau der Kinderbetreuung, und der Ausbau der Kinderbetreuung ist einfach das A und O für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für mehr Chancengleichheit von Frauen und Männern, aber auch für die Zukunft der Arbeitsplätze im Land, denn wir wissen, dass das größte Potenzial, das wir haben bei einem Fachkräftemangel, der auf uns zukommen wird angesichts der demografischen Entwicklung im Land, dass das größte Potenzial noch bei den Migranten und Migrantinnen und bei den Frauen liegt. Und deswegen muss es nicht nur ein Chancengleichheitsinteresse sein des Landes, sondern es muss auch ein Interesse sein im Sinne der Arbeitsplätze und der Wirtschaft in unserem Land, für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sorgen. Dazu gehört der Ausbau der Kinderbetreuung unter 3, dazu gehört aber auch eine verlässliche Ganztagesschule mit einem anständigen Mittagessen, und dazu gehört auch ein längeres gemeinsames Lernen, denn wir können es uns schlicht und ergreifend nicht leisten, so viele Kinder auf der Strecke zu lassen, und das sage ich insbesondere hier an diesem Ort insbesondere auch deshalb, weil am Freitag wieder der 11. März sich jährt und wir alle noch die schrecklichen Ereignisse von vor 2 Jahren mit uns herumtragen. Und auch hier haben wir noch sehr viel zu tun. Wir haben manches gemacht im Landtag, im Sonderausschuss, wo ich als Obfrau für die SPD arbeiten durfte. Wir haben es gemeinsam auf den Weg bekommen, dass es mehr Schulpsychologen im Land geben wird. Aber wir haben auch noch einige Herausforderungen zu bewältigen, zum Beispiel in der Frage Schulsozialarbeit, die das Land immer noch nicht bezahlt. Auch hier wollen wir, die SPD, dass das Land als Träger der Bildung zuständig ist für die Schulsozialarbeit, denn wir werden dieses brauchen. Und wir haben auch, das möchte ich ganz persönlich für mich auch noch als eine Herausforderung sehen, wir haben auch in Fragen des Waffenrechts
noch einiges zu tun. Denn in einem Land, wo der Justizminister sagt, er hat eine Waffe, um seine Familie zu schützen, nachdem 16 Kinder umgebracht worden sind. Ich finde, das hat weder unser Land noch die Menschen in diesem Land verdient. Und deswegen wird es Zeit, diese Regierung am 27. März abzulösen, für eine gute Politik in Baden-Württemberg zu sorgen. Und ich darf Sie ein bisschen aufmerksam machen auf einen Film, den wir gleich miteinander ansehen werden, damit Sie schon mal einen Eindruck haben, was wir machen, wenn es Montag, 28. März ist. Vielen Dank. Baden-Württemberg ist ein gutes Land. Aber liegt das wirklich an der Politik? Zum Beispiel Mappus. 2010 wurde er Ministerpräsident. Gerade mal ein Jahr ist das her. Die Steuersünder-CD wurde nicht gekauft, die Atomkraft wieder ausgegraben. Stuttgart 21 artete in Gewalt aus und alte Parteifreunde kassierten Millionen. Währenddessen fällt in unseren Schulen immer wieder Unterricht aus. Kinder von Arbeiterfamilien haben viel weniger Chance auf Abitur oder Studium als anderswo. Und klar, wir sind ein reiches Land. Aber trotzdem können viele hier von ihrer Arbeit nicht richtig leben. Was nützt denn der Aufschwung, wenn er bei den Menschen nicht ankommt? Ist es nicht Zeit für einen echten Wechsel? Zeit für Politiker, die zuhören, statt immer nur zu bestimmen? Zeit für eine Politik, bei der die Menschen vor Ort viel mehr selbst entscheiden? Zum Beispiel, welche Art von Schule sie wollen oder welche Energie- und Gesundheitsversorgung. Unser Land ist viel weiter, als die CDU sich überhaupt vorstellen kann. Nach fast 60 Jahren haben wir diesmal eine Wahl vor uns, die wirklich etwas verändern wird. Die Aufgaben von morgen löst kein Ministerpräsident von gestern, sondern einer von heute. Zum ersten Mal haben wir in Baden-Württemberg die Chance auf einen echten Wechsel. Mit einem Ministerpräsidenten, der unser Land modern und sozial regiert. Ich bin Nils Schmid, Spitzenkandidat der SPD. www.warumspd.de. Und bitte begrüßen Sie den Spitzenkandidaten der SPD, begrüßen Sie Nils Schmid. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Katrin. Erinnern Sie sich noch an den 27. September 1998? Damals, als nach 16 Jahren Stillstand Neuanfang in Deutschland möglich war, neuer Aufbruch, als eine Regierung an die Macht gekommen ist, die endlich die Themen angepackt hat, die lange liegen geblieben sind. In der Bildung, in der Ökologie, in der Wirtschafts- und Sozialpolitik, in der Gesellschaftspolitik. Und ich weiß noch ganz genau, wie froh ich war, dass sowas in der Republik möglich war, dass dieser Stillstand überwunden war und dass man dann einen neuen Anlauf nimmt, damit Deutschland vorne bleibt. Und diese 16 Jahre Kohl, das waren 5840 Tage. Am 27. März diesen Jahres wird die CDU in diesem Land seit fast 58 Jahren regiert haben. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind 20.997 Tage. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wie das ist am 27. März um 18.10 Uhr oder um 19 Uhr, wenn feststeht, wir haben es geschafft, wir haben auch in Baden-Württemberg den echten Wechsel erreicht, damit ein neuer Anfang in diesem Land auch möglich ist. Und dass das überfällig ist, das spürt man, wenn man sich unter die Menschen mischt, wenn man mit den Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes redet. Zum Beispiel mit einer alleinerziehenden Mutter, die für ihre kleine Tochter keinen Betreuungsplatz gefunden hat und deshalb in Teilzeit arbeiten muss und als Verkäuferin mit 1.000 Euro brutto nach Hause kommt. Diese junge Frau zahlt jetzt 50 Euro mehr in die Krankenkasse ein, weil sie einen erhöhten Beitrag zahlen muss, während ihr Arbeitgeber unverändert seinen Beitrag leistet. Das mag jetzt für die FDP-Klientel Peanuts sein. Aber für diese junge Familie ist es eben der Unterschied zwischen einer neuen Winterjacke und keiner neuen Winterjacke.
Und in den Ohren von dieser Frau und von vielen Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes ist das Versprechen mehr Netto vom Brutto seltsam hohl und leer. Und es ist bezeichnend, dass jetzt, wo es eng zugeht, hier im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg, die CDU und die FDP wieder die alte Leier auflegen, wir können ja vielleicht Steuern senken. Die Realität ist ja eine andere. Seitdem Schwarz-Gelb regiert, hört der Griff in die Taschen nicht auf. Wir haben es ja gesehen bei der Krankenversicherung, erhöhte Beiträge, Zusatzbeiträge, die in Zukunft in unbegrenzter Höhe von den Kassen erhoben werden, allein von den Rentnerinnen und Rentnern und den Beschäftigten. Zuzahlungen, die den hübschen Namen Aufzahlungen erhalten haben, und die Vorkasse, die jetzt fällig wird bei ärztlichen Behandlungen, wenn man drankommen will, muss man erstmal die Rechnung aus der eigenen Tasche bezahlen, dann darf man sich mit der Krankenkasse rumstreiten, ob alles erstattungsfähig ist oder nicht. Und als vorläufiger Höhepunkt gibt es noch eine pauschale Bearbeitungsgebühr dafür, dass die Kasse diese Erstattung überhaupt bearbeiten muss und durchnehmen muss. Und damit ist hier ein vorläufiges Ende der Entsolidarisierung in unserer Gesellschaft erreicht. Schwarz-Gelb hat das bewährte Prinzip der Solidarität über Bord geworfen in der Gesundheitspolitik. Wir spüren das. Es geht nicht mehr darum, dass die Starken für die Schwachen, die Gesunden für die Kranken, die Reichen für die weniger Reichen eintreten, sondern es ist jetzt nur noch jeder für sich verantwortlich. Und dieses bewährte Prinzip, dass wir füreinander einstehen, wenn es um die Absicherung von Gesundheit und von Krankheit geht, dieses bewährte Prinzip wollen wir als SPD wieder nach vorne rücken. Und deshalb kämpfen wir mehr denn je für eine solidarische Bürgerversicherung, in die jeder einzahlt, aber dann auch jeder eine ordentliche ärztliche Versorgung bekommt. Und wir kämpfen darum, dass Baden-Württemberg einen Neuanfang auch in der Landespolitik bekommt. Die CDU ist nach diesen vielen Jahren hier an der Regierung verbraucht. Man spürt es, wenn man jetzt die letzten Monate anschaut. Da gab es diesen Ankauf der MBW-Aktien durch das Land. Am Parlament vorbei eingefädelt, das Königsrecht des Parlaments, das Budgetrecht ausgehebelt. Ein enger Freund des Ministerpräsidenten hat den Auftrag bekommen, zugeschanzt, ohne dass es eine Ausschreibung vorher gegeben hätte. Und die Krönung war, dass jetzt die Aufsichtsratsmandate nicht nach energiewirtschaftlicher Kompetenz vergeben worden sind, sondern das Land hat neue Aufsichtsräte danach benannt, wer am meisten gespendet hat für die CDU in Baden-Württemberg. Und da sage ich, das ist nicht mehr das übliche Geschmäckle, was immer mal wieder so durch dieses Land wabert, sondern es stinkt gewaltig nach Vetternwirtschaft, und auch damit muss Schluss sein am 27. März. Und dann gibt es ein zentrales Feld der Landespolitik, das wir alle kennen, das ist die Bildung. Und da ist nach 57 Jahren CDU-Herrschaft einfach festzustellen, dass immer noch die Bildungschancen von Kindern ganz stark davon abhängig sind, aus welchem Elternhaus sie stammen. Ich habe eine kleine Tochter zu Hause, die ist jetzt 14 Monate alt, die brabbelt so vor sich hin, das kennen sie als Eltern, Großeltern, Onkel oder Tanten. Und wir wissen noch nicht so recht, ob es Deutsch oder Türkisch ist, weil die Mutter Gastarbeiterkind ist. Wir gehen davon aus, dass sie beides hinkriegt, so ist es bei uns in der Familie auch üblich. Die Kleine weiß noch gar nichts von ihrem großen Glück, denn jetzt steht schon fest, sie hat eine fast 7-mal höhere Chance, aufs Gymnasium zum Abitur zu kommen, als die Nachbarskinder, die eben nicht 2 Akademiker zu Eltern haben. Und etwas scherzhaft darf ich hinzufügen, wenn der Vater promovierter Jurist ist, dann ist die Chance sicher 10-mal so groß. Zumal dieser Doktortitel hart erarbeitet und nicht erschlichen ist. Aber zum Ernst der Ausgangslage zurück. In kaum einem anderen Bundesland ist der schulische Erfolg so stark abhängig von der sozialen Herkunft der Kinder. Und deshalb werden wir bei dieser Landtagswahl dafür kämpfen, dass endlich gerechte Bildungschancen Einzug halten, auch in Baden-Württemberg, dass es eben nicht drauf ankommt, aus welchem Stadtviertel, aus welcher Familie oder aus welchem Land die Familie irgendwann mal zugewandert ist,
sondern es kommt allein auf die Leistung und Begabung der Kinder und der Jugendlichen an. Und deshalb werden wir dafür sorgen, dass Bildungschancen in diesem Land gerechter verteilt sind und dass diejenigen Talente, die wir in allen gesellschaftlichen Schichten, in allen Familien haben, dass diese Talente sich auch wirklich entfalten können. Dazu gehört, dass wir eine gute Sprachförderung von Anfang an machen. Dazu gehört, dass wir Ganztagsschulen einrichten, die ihren Namen auch verdienen, wo das pädagogische Versprechen eingelöst wird, nämlich individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen mit Schulsozialarbeitern und Fachkräften. Dazu gehört, dass wir eine Ausbildungsgarantie geben für die Kinder, für die Jugendlichen, die von der Schule abgehen, dass sie nicht Warteschleifen drehen müssen, sondern dass sie in die duale Ausbildung oder in überbetriebliche Ausbildungsstätten kommen, die dann in eine Kammerprüfung enden, wo sie dann wirklich was Handfestes mitbekommen, damit der erste Schritt ins Berufsleben nicht mit einem Misserfolg beginnt, sondern dass er gelingt. Denn nichts ist wichtiger für junge Leute, als sie den Anschluss ans Erwerbsleben finden. Und vor allem werden wir dafür sorgen, dass der Zugang zur Bildung kostenlos wird. Mit der Abschaffung von Kindergartengebühren und vor allem mit der sofortigen Abschaffung von Studiengebühren geht gerade der Zugang zur höheren Bildung auf die Abschaffung. Und wir werden dieses Land auch sozialer gestalten. Mit einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die jungen Familien sollen eine echte Wahlfreiheit erhalten, damit berufliche Karriere und Familiengründung kein Widerspruch bleibt. Damit vor allem die am besten ausgebildete Frauengeneration unserer Geschichte diese beruflichen Fertigkeiten auch einsetzen kann und auch Karriere machen kann damit. Denn ich finde, es ist an der Zeit, dass die Gleichstellung auch endlich in den Führungsetagen von Wirtschaft und Verwaltung ankommt. Und deshalb streite ich für eine Frauenquote. Dass dieses Land zum Musterland guter Arbeit wird. Der Aufschwung ist da, aber es gilt es, die Früchte des Aufschwungs gerecht zu verteilen. Deshalb werden wir Leih- und Zeitarbeit zurückdrängen, einen gesetzlichen Mindestlohn einführen und hier im Land über ein Tariftreuegesetz dafür sorgen, dass öffentliche Aufträge im Baugewerbe, bei der Gebäudereinigung, bei der Postzustellung nur noch an Unternehmen gehen, die sich an Tarifverträge halten und keine Dumpinglöhne bezahlen. Und wir werden dafür streiten, dass Mitbestimmung in Baden-Württemberg wieder einen höheren Stellenwert bekommt, nachdem die Landesregierung im öffentlichen Dienst die Mitbestimmungsregeln weiter verschlechtert hat, will ich dafür sorgen, dass wir im 21. Jahrhundert engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mitdenken und mitentscheiden, dass man die nicht als Hemmnis sieht, als Behinderung auf einem effizienten Verwaltungsweg, sondern sie sind eine Trumpfkarte für eine moderne öffentliche Verwaltung. Deshalb werden wir die Mitbestimmung im öffentlichen Dienst wieder ausbauen in Baden-Württemberg. Und wir werden dieses Land wirtschaftlich stark und innovativ halten, die Industrie ökologisch nachhaltig ausrichten, mit einer Energiewende, die weg vom Atomstrom hin zu erneuerbaren Energien auch in Baden-Württemberg unterwegs ist, mit einer EnBW, die sich zu einem Leuchtturm für erneuerbare Energien anstatt zu einem Leuchtturm von strahlenden Atommüll entwickelt, mit einer Autoindustrie, die Schritt für Schritt schadstoffarme, ja schadstofffreie Antriebe nicht nur entwickelt und konzipiert, sondern auch in die Produktion bringt. Und ich sage auch eins ganz deutlich, gerade weil wir in Baden-Württemberg wissen, dass Wohlstand und Beschäftigung auf unserer Industrie gründet, werde ich um jeden industriellen Arbeitsplatz hier im Land kämpfen, denn auch in Zukunft werden wir dieses Land nicht allein mit Ökolandbau und sanftem Tourismus regieren können, sondern wir brauchen eine stabile, ökologisch nachhaltige und dynamische industrielle Basis und dafür steht die SPD ein wie keine andere Partei. Und wir werden dieses Land solide in der Haushaltspolitik regieren. Wir werden dafür sorgen, dass die Schuldenbremse eingehalten wird, dass der Staat zu seinen Einnahmen kommt
denn ihm stehen die Steuereinnahmen zu. Deshalb werde ich mehr Personal in die Finanzverwaltung schicken, damit endlich wieder Steuergerechtigkeit Einzug hält, damit diejenigen, die Steuern hinterziehen, auch wirklich hinter Schloss und Riegel gebracht werden. Denn Steuerhinterziehung ist nur wirklich kein Kavaliersdelikt und der Staat hat ein Anrecht darauf, dass er zu seinen Einnahmen kommt. Wir alle brauchen einen leistungsfähigen Staat. Und schließlich werden wir dieses Land demokratischer regieren. Mit Erleichterungen bei Volksbegehren und Volksabstimmungen, mit einer frühen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei der Planung von großen Verkehrsvorhaben, wo man dann nicht nur frühzeitig informiert, sondern auch die Möglichkeit eröffnet, über Trassen alternativ abzustimmen. Und wir werden einen anderen Regierungsstil in diesem Land pflegen. Es ist Zeit, dass man nicht von oben herab die Bürgerinnen und Bürger behandelt, sondern einen Dialog auf Augenhöhe führt, ihnen mit Substanz und Respekt gegenübertritt, ihnen als Bürgerinnen und Bürger auch mal was zutraut und nicht meint, man hat selbst die Weisheit mit Löffeln gefressen. Dieses Land braucht eine Regierung, die bereit ist, das, was an Engagement in den Firmen, von den Unternehmensleitungen, von den Belegschaften, an Engagement in der Kommune, von Gemeinderätinnen und Gemeinderäten und Bürgermeistern, in der aktiven Bürgergesellschaft, in den Vereinen und Verbänden, dieses Engagement mehr wertzuschätzen. Beispielsweise in der Schulpolitik, wenn es darum geht, Schulstandorte zu sichern in Zukunft, dann wissen die Leute vor Ort am besten, wie man das macht. Die wissen, wie gute Bildung funktioniert. Die haben auch schon viele Konzepte im Land entwickelt, dass man über längeres gemeinsames Lernen eine bessere Pädagogik an die Schulen bringt, aber vor allem auch Schulstandorte in den ländlichen Räumen, in den kleineren Gemeinden auf Dauer sichert, denn irgendwann werden die Hauptschüler nicht mehr ausreichen, um die Schule in Zukunft zu erhalten. Und da sage ich, da braucht man eine Regierung und vor allem auch ein Schulministerium, dass nicht diese Kommunen, die solche Ideen entwickeln, mit Klagen überzieht. Wir haben das jetzt bei mir im Wahlkreis erlebt, da haben drei Gemeinden sich zusammengetan, aus dem verkorksten Konzept der Werfrealschule was halbwegs Vernünftiges zu stricken. Was hat die Schulministerin gemacht? Erstmal Klage eingereicht. Dann ist sie unterlegen vor Gericht und gerade zum Trotz ist sie in Revision gegangen. Und es ist genau dieser Umgangsstil, dieser Regierungsstil, den die Leute satt haben. Wir brauchen endlich eine Landesregierung, die den Menschen vor Ort nicht abgrundtief misstraut, sondern ihnen mehr vertraut und ihnen auch etwas zutraut. Und dazu brauchen wir auch einen Ministerpräsidenten, der zuhört und dann entscheidet. Und nicht immer umgekehrt. Das ist ein bisschen das Problem im Moment. Deshalb wird es bei dieser Wahl um eine Weichenstellung gehen für die wichtigen Themen des Landes, dass Baden-Württemberg vorne bleibt, in dort investiert, wo Wirtschaft und Beschäftigung in Zukunft ihre Grundlage hernehmen, nämlich Bildung, Ausbildung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber es geht auch darum, einen Ministerpräsidenten zu wählen, der auch mal einen Schritt auf die Regierten zugeht. Übrigens geht es auch darum, dass man einen Ministerpräsidenten wählt, für den die Landesverfassung kein Fremdwörterbuch ist. Und all das ist jetzt am 27. März möglich. Wir waren noch nie so nah dran, diesen Wechsel zu schaffen. Und dieser echte Wechsel ist nur möglich mit einer starken SPD. Parteien, die neue Wege zum Kommunismus erkunden wollen, sind da nicht gerade hilfreich. Und auch Parteien, die im Wesentlichen Bahnhof verstehen und dann ein sehr enges Profil haben, werden es alleine nicht stemmen. Sondern braucht man eine starke SPD, die für gute Arbeit, für wirtschaftliches Wachstum, für gerechte Bildungschancen, für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für eine solidarische Gesundheitsversorgung, für mehr Demokratie eintritt. Und es ist die SPD, das ist das, was wir Ihnen als Bürgerinnen und Bürgern anbieten am 27. März die Chance auf einen echten Wechsel mit einer starken SPD hier im Wahlkreis, mit Katrin Altpeter, die sich in den letzten Jahren hohes Ansehen erworben hat als Sozialexpertin, als Expertin für die Fragen rund um Familienpolitik, für die Fragen des demografischen Wandels, die wir deshalb auch ins Regierungsteam bei uns berufen haben.
Also eine starke SPD, die hier im Wahlkreis dafür sorgt, dass Katrin Altpeter wieder Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg ist. Helfen Sie alle mit, dass das klappt. Und eine starke SPD natürlich im ganzen Land, mit einem klaren Auftrag für Rot-Grün, für mich als Ministerpräsidenten, der einen neuen Regierungsstil pflegen wird. Und dann sage ich Ihnen, dann schaffen wir das auch. 20.997 Tage sind in der Tat genug. Dann werden wir am 27. März sagen können, jawohl, wir haben es gepackt, jawohl, eine neue Zeit bricht an für Baden-Württemberg, jawohl, das Land kommt voran. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt ein bisschen mit den zwei Kandidaten sprechen, aber jetzt nicht nur sozusagen von vorne, auch nach ein paar Fragen. Natürlich sind auch Ihre Fragen für die Kandidaten sehr interessant und auch wichtig. Also können Sie sich schon ein paar Fragen überlegen. Herr Schmid, Sie haben ja Frau Altpeter in Ihr Team Schmid, wie es ja heißt, also sozusagen ins Schattenkabinett als designierte Sozialministerin berufen. Was wäre denn in einem Kabinett Schmid sozusagen die Aufgabe von Frau Altpeter? Katrin Altpeter hat die letzten Jahre die wichtigen Zukunftsthemen des Ausbaus der Kinderbetreuung, des sozialen Zusammenhalts, wenn ich an Gesundheitsversorgung im Land denke, des demografischen Wandels, wenn ich an Würde im Alter und beim Altern denke, gearbeitet. Sie ist selbst von der beruflichen Herkunft her eine, die aus dem Pflegebereich, aus den Sozialberufen kommt. Und deshalb ist es mir wichtig, für dieses Themenfeld eine Expertin zu haben, die sowohl im politischen Leben als auch in der eigenen Berufserfahrung weiß, worüber es geht, worum es geht bei den Themen. Und ich finde, wir sind gut vorbereitet, um die Regierung zu übernehmen. Wir haben Konzepte, wie wir die ärztliche Versorgung in der Fläche stabil halten. Wir haben Konzepte, wie das Land die Kommunen und die freien Träger unterstützen kann, dass genügend Altenhilfeeinrichtungen, und zwar nicht nur in den großen stationären Einrichtungen, sondern auch wohnortnah, dezentral möglich sind. Wir haben die Konzepte, wie wir den Ausbau der Kinderbetreuung bei den Kinderkrippen gemeinsam mit den Kommunen unterstützen können. Das alles sind Themen, wo Katrin Altpeter sehr viel gearbeitet hat. Und übrigens die Tatsache, dass sie im Regierungsteam ist, dass mein Regierungsteam quasi paritätisch ist, 5 Frauen, 6 Männer, zeigt auch an, Gleichstellung ist bei uns gelebte Realität und auch dafür wird sie in diesem Regierungsteam zuständig sein. Von Herrn Schmid für Sie. Jetzt stellen wir uns mal vor, der 27. März geht so aus, wie Herr Schmid sich tut. Sie lässt natürlich sich das wünschen. Sie sind dann im Kabinett drin, Sie sitzen in Ihrem Ministerium, Sie haben einen Staatssekretär oder eine Staatssekretärin gefunden und Sie sitzen mit Ihren 4 Abteilungsleitern und dutzenden Referatsleitern bei der ersten Besprechung da. Und Sie sagen, okay, ich möchte jetzt Folgendes angehen. Was sind die ersten Punkte, die Sie als Sozialministerin des Landes Baden-Württemberg angehen wollen? Also zuallererst, denn hier ist wirklich der dringlichste Bedarf, wird es die Frage des Ausbaus der Kinderbetreuung sein, denn ab 2013 gilt ein Rechtsanspruch für alle Kinder, die das erste Lebensjahr vollendet haben, auf einen Betreuungsplatz. Ich habe es vorher schon erwähnt, Baden-Württemberg ist hier an letzter Stelle weit hinterher, hat sehr spät angefangen. Noch vor 3 Jahren gab es eine Diskussion im Landtag um den Ausbau der Kinderbetreuung und der Ganztagesbetreuung und da hat ein Abgeordneter der heutigen Regierungspartei in diesem Zusammenhang von Kindesentführung gesprochen.
Also man sieht, hier ist wirklich die größte und die dringlichste Aufgabe, aber es wird auch weitere geben. Es wird die Gestaltung des demografischen Wandels eine ständige, eine perspektivische Aufgabe sein. Es wird eine Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass in einer älter werdenden Gesellschaft die Rahmenbedingungen, die Lebensumstände so sind, dass die Menschen auch so alt werden können, wie sie sich das vorstellen können, nämlich zu Hause im häuslichen Umfeld. Es wird aber auch dafür zu sorgen sein, dass unsere Krankenhauslandschaft, die sich verändert, so gestaltet wird, dass eine sichere Krankenversorgung im Land gewährleistet ist. Sie sprachen von Gleichstellung auch im Land, also beispielsweise auch in der Landesverwaltung oder in den, wie soll man sagen, landeseigenen Beteiligungen. Wie ist in deinem Augenblick die Situation und was können Sie tun, um Gleichstellung und Gleichberechtigung der Frau besser herzustellen als Ministerpräsident? Zunächst mal können wir in unserem eigenen Zuständigkeitsbereich dafür sorgen, dass die qualifizierten Frauen, die unzweifelhaft da sind, dann auch wirklich die Chance haben, Führungspositionen zu erlangen. In der Landesverwaltung sind es gerade mal 13% der Führungspositionen, die von Frauen besetzt werden. Wenn wir die landesbeteiligten Unternehmen anschauen, also Aufsichtsräte und Vorstände von Landesbank und anderen Unternehmen, wo das Land beteiligt ist, dann ist die Quote von Frauen noch geringer. Und man sieht, dass durch eine gezielte Gleichstellungspolitik man da viel, viel weiter kommen kann. Man muss nur nach Berlin schauen. Die haben das durch eine konsequente Förderung von Frauen, von qualifizierten Frauen geschafft. Setzt allerdings voraus, wie in der gesamten Gesellschaft auch, dass wir ausreichend Kinderbetreuung und Ganztagesangebote an Schulen haben. Denn wir kennen das ja aus der eigenen Erfahrung. In der Regel ist es ja die Frau, wenn die Frau dann mal draußen ist aus dem Beruf und nicht gleich wieder zurückkehrt, dann ist es immer gleich ein Karriereknick. Und wir werden in den nächsten Jahren, angesichts des sich abzeichnenden Fachkräftemangels, beide Männer wie die Frauen. Und wir werden beide auch brauchen, wenn sie es wünschen und können, dass sie Vollzeit oder annähernd Vollzeit arbeiten. Es gibt ganz wenige Frauen, die mit Teilzeitjobs Karriere machen in ihrem Bereich. Das geht praktisch nicht. Deshalb ist die Frage des Ausbaus von Ganztagesangeboten über alle Lebensphasen von Kindern und Jugendlichen hinweg zentral, um die Potenziale von unseren Frauen zu heben und um ihnen dann eine Karriereoption anzubieten, die auch real unterfüttert ist, wo man dann auch wirklich es schafft, Kinder und berufliche Karriere unter einen Hut zu bekommen. Weil es kann auch nicht sein, dass die Frauen, die eben aus welchen Gründen auch immer keine Kinder haben, dann Karriere machen können, aber andere, die genauso qualifiziert sind, es nicht schaffen, weil sie es einfach nicht unter einen Hut bekommen. Da verschwenden wir auch Ressourcen. Und ich finde es einfach schade, wenn junge Leute unheimlich viel Kraft und Anstrengung investiert haben in eine gute Ausbildung. Akademisch oder nicht akademisch, ist völlig egal. In eine gute Ausbildung und dann das nicht voll entfalten können, weil sie eben auch auf Kinder zu Recht nicht verzichten wollen. Und aus diesem Grund ist der Ausbau der Betreuungsangebote, ich betone Ganztagesbetreuungsangebote in den Kindergärten und über alle Schularten hinweg, ist der zentrale Schlüssel. Und dann müssen wir in unserem eigenen Zuständigkeitsbereich auch mal ein bisschen mutig sein und nicht so wie der Mappus, dann wenn man 5 Aufsichtsratsmandate bei der ENBW zu besetzen hat, 5 Männer reinzuschicken, obwohl es mindestens auch qualifizierte Frauen für die Energiewirtschaft gibt. Das ist ein grober Fehler. Und da zeigt sich einfach an, da muss Baden-Württemberg einfach wieder ein Stück moderner und offener und aufgeschlossener werden. Der Justizminister Goll hat in einem Interview gesagt, Peter, er ist gegen eine Quotierung bei den Führungspositionen bei Frauen, weil sonst kämen ja nur Quotenfrauen rein und die würden das Image der Frauen generell dann nach unten ziehen. Was sagen Sie zum Justizminister in dieser Ansicht? Ich hatte die gleiche Ausführung von ihm letzte Woche in einer Podiumsdiskussion. Er ist ja hier auch der Wahlkreisabgeordnete. Und ich kann nur dazu sagen, ich kann ihm nur zur Antwort geben, wie er es eigentlich mit den Männern hält und ob er nach deren Qualifikation mal fragt. Denn ich halte diese Aussage einfach nur für Ausflüchte.
um eben die zu bedienen, die er immer gern bedient. Und ich halte das für keine Aussage, die irgendwie Perspektive in die Zukunft hin, auch nicht in die Zukunft des Landes und seiner Menschen, sondern ich halte solche Aussagen für rückwärtsgewandt und auch anachronistisch. Reden wir über Arbeitsmarkt und Wirtschaftspolitik, Herr Schmid. Die Arbeitslosigkeit in Baden-Württemberg ist, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu den anderen Bundesländern sieht es relativ gut aus. Also generell die Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit bei 2,9%. Was würden Sie tun, damit dieser wirtschaftliche Aufschwung beibehalten wird? Und was sagen Sie zu der Argumentation der aktuellen Landesregierung, dass sie für diesen Aufschwung mitverantwortlich ist? Also der Herr Brüdele und der Herr Mappus haben mit dem Aufschwung wenig zu tun, um es mal deutlich zu sagen. Als die schwerste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg Deutschland erfasst hat, da hat Herr Mappus noch am Stuhl vom Herrn Oettinger gesägt. Und die Frau Merkel hat flehentliche Blicke zu Peer Steinbrück gerichtet. Und es war dann eben Peer Steinbrück, der die Banken gerettet hat. Und es war Olaf Scholz, der Tausende von Industriearbeitsplätzen gerade in Baden-Württemberg stabilisiert hat über die Kurzarbeiterregelung. Und es war Frank-Walter Steinmeier, der die Konjunktur am Laufen gehalten hat über die Investitionsprogramme an die Kommunen, die dann energetische Sanierung und Bildungsinvestitionen getätigt haben. Und deshalb ist dieser Aufschwung ein Ergebnis von sozialdemokratischer Politik, die angefangen hat unter Gerhard Schröder und fortgesetzt wurde in der Großen Koalition, maßgeblich von Frank-Walter Steinmeier, Peer Steinbrück und Olaf Scholz. Und deshalb ist es unser Aufschwung und nicht der von der CDU. Ja. Nürnberg haben die Menschen feines Gespür dafür, dass dieser Aufschwung kein Selbstläufer ist und dass die Basis unseres Wohlstands auch ein bisschen brüchig geworden ist. Und deswegen gibt es für mich zwei wichtige Ansatzpunkte. Das eine ist, ich will, dass der Aufschwung bei den Menschen ankommt. Und zwar in der Breite. Es kann nicht sein, dass der Stellenzuwachs in Baden-Württemberg zu weiten Teilen in Leih- und Zeitarbeit geschieht. Es kann auch nicht sein, dass Leih- und Zeitarbeit zu einem bestimmenden Element von Belegschaften wird, wo Belegschaften gespalten werden, wo Zeit an Zeit Fabrikarbeiter oder Angestellte arbeiten, die gleiche Tätigkeit verrichten, aber nicht den gleichen Lohn bekommen und häufig dann auch nicht die gleichen Urlaubsregelungen und anderes haben. Da muss einfach wieder gelten, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Und das andere, was mich umtreibt, ist, es wird nie mehr so sein wie früher. Der Automatismus, dass Baden-Württemberg immer vorne ist und dass es gerade so weiterläuft, dieser Automatismus, den zweifeln viele zu Recht an. Diejenigen, die in den Betrieben arbeiten, diejenigen, die Betriebe leiten, wissen ganz genau, dass dieser Wohlstand immer wieder hart erkämpft, hart erarbeitet sein muss. Das ist nicht was, was vom Himmel fällt. Es ist auch kein Grund, sich auf den Lorbeeren der Vergangenheit auszuruhen, sondern es ist etwas, was wir gemeinsam in den Unternehmen und mit Unterstützung der Politik immer wieder neu uns erringen müssen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Stärken weiterentwickeln, dass wir wissen, Autos, jawohl, ist gut, werden wir auch in Zukunft produzieren hier im Land und Deutschland und Baden-Württemberg werden Autoland bleiben, aber die Autoindustrie wird sich wandeln. Es wird alternative Antriebe geben, die Wertschöpfungsketten werden sich verändern. Wir brauchen dann auch Forschung und Entwicklung in neuen Bereichen, die wir noch stärker vorantreiben müssen. Das Land muss Vorreiter sein, wenn es um die Beschaffung von Fahrzeugen geht, dass man eben dann auch umweltschonende Autos ankauft. Wir wissen ganz genau, dass die Energiewende für Baden-Württemberg und überhaupt Umwelttechnologien für Baden-Württemberg die Zukunftsbranche schlechthin sind. Die Maschinen- und Anlagenbauer hier bauen keine Atomkraftwerke. Sie bauen auch keine Atommüllendlager. Aber sie bauen Windkraftanlagen oder Teile davon. Sie produzieren Solarzellen oder ganze Solarzellenfabriken, die sie dann sogar in die ganze Welt hinaus exportieren. Sie sind unterwegs, wenn es darum geht, effiziente Biogasanlagen und Holzpelletanlagen zu konzipieren und zu konstruieren. Also schwäbisches Know-how, badisches Tüftlertum, um gerecht zu sein. Also das, was unser Land stark gemacht hat, das ist in der Energiewende extrem gefragt. Und deshalb ist die Laufzeitverlängerung nicht nur
umweltpolitisch fatal, sondern es ist auch ein Schlag ins Gesicht der Industrie des Landes Baden-Württemberg. Herr Mappus hat viele Mittelständler und übrigens auch größere Betriebe im Stich gelassen, um 4 Atomkonzernen Milliardengewinne zuzuschüssen. Und das war industriepolitisch der größte Fehler in seiner kurzen Amtszeit. An diesem Beispiel merken wir, hier im Land ist unheimlich viel Potenzial da. Wir müssen bloß gucken, dass wir vorne bleiben, dass wir nicht abrutschen. Und Maschinenanlagenbau, Autoindustrie sind die großen Schlüsselbranchen. Da gibt es ein Thema, was mich sehr bewegt. Das ist nämlich unsere Forschungsinfrastruktur. Baden-Württemberg ist stark geworden, weil wir eine wirtschaftsnahe, anwendungsorientierte Forschung haben, die zum Beispiel über Fraunhofer-Institute exzellent läuft, wo wir aber jetzt darauf achten müssen, dass die Zukunftsthemen, Nanotechnologie, Energie, neue Materialien, dass die auch in Baden-Württemberg weiterentwickelt werden und das nicht abgeworben wird in andere Bundesländer. Und schließlich wissen wir, wenn wir an neue Felder des Wirtschaftens denken, zum Beispiel alles, was mit IT zu tun hat, dass es selten aus etablierten Unternehmen kommt, sondern solche neuen Formen in den Biowissenschaften, in den IT-Branchen kommen in der Regel aus Existenzgründungen. Und Baden-Württemberg hat eine Schwäche bei Hightech, bei technologieintensiven Existenzgründungen. Da sind andere Bundesländer inzwischen stärker. Liegt auch daran, dass wir in Baden-Württemberg zu wenig Kapital, Wagniskapital für solche Unternehmen bereitstellen. Und da ist es wichtig, dass wir vom Land vorausschauend denken und nicht nur die Rückschau halten und uns selbstzufrieden auf die Schulter klopfen, wie toll wir das die letzten 50 Jahre gemacht haben. Das wird nicht reichen, damit Baden-Württemberg vorne bleibt. Noch eine Frage, bevor wir zu den Publikumsfragen gehen. Herr Schmidt, Sie haben gesagt, Sie werden sich dafür einsetzen als Ministerpräsident, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist. Wie möchten Sie das durchsetzen? Weil ich glaube, auf die Terrasse der Villa Reitzenstein zu gehen und das rauszurufen, wird nicht ganz ausreichen. Was können Sie als Ministerpräsident konkret dafür tun, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit gerecht wird? Also es wäre mein Traum, natürlich. Ja. Auf den Balkon der Villa Reitzenstein zu stehen oder zu sagen, was im Land sich verändern muss. Manchmal hat man den Eindruck, Herr Mappus hat genau diesen Traum, wenn man so sagt, Schuster soll nicht mehr antreten, die NBW-Anteile kaufe ich, Parlament hin oder her. Ich weiß, dass wir in einer Demokratie leben, deshalb ist es nicht ganz so einfach. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist eine Geschichte, die wir im Bund regeln werden. Wo es aber wichtig ist, wie die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat sind. Wir haben es jetzt bei dem aktuellen Hartz-IV-Vermittlungsverfahren ganz genau gemerkt. Die SPD hat aus der Opposition unheimlich viel rausholen können für diese Kinder und Jugendlichen, die auf Hilfe angewiesen sind, weil sie aus einkommensschwachen Familien kommen. Wir haben das Bildungspaket durchgesetzt. Wir haben dafür gesorgt, dass die Kommunen zuständig bleiben für dieses Bildungspaket und das nicht an die Arbeitsagenturen übergeleitet wird, weil die nun wirklich damit bisher wenig zu tun hatten. Wir haben dafür gesorgt, dass das Bildungspaket gehaltvoller wird mit mehr Mitteln für Schulsozialarbeit und kostenloses Mittagessen an den Schulen. Und wir haben einen Punkt eben nicht erreicht, nämlich, dass das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit in der Leih- und Zeitarbeit nach einer gewissen Einarbeitungszeit der Beschäftigten gilt. Das konnten wir nicht durchsetzen, weil wir da zu schwach waren. In Baden-Württemberg haben wir jetzt die Riesenchance, aus unserem Industrieland heraus ein klares Zeichen für gute Arbeit zu setzen, für mehr Recht und Ordnung am Arbeitsmarkt zu sorgen. Wenn wir den Wählerauftrag hier bekommen und ich Ministerpräsident werde, dann werden wir im Bund massiv dieses Fahren und dann das nächste Vermittlungsverfahren, was so sicher wie das Abend in der Kirche kommen wird, dafür nutzen, dass dieses Prinzip endlich durchgesetzt wird. Und im Land haben wir eine Möglichkeit, es selber zu machen, nämlich dort, wo wir öffentliche Aufträge vergeben, können wir zumindest darauf dringen, dass Tariflöhne gezahlt werden und damit das Abgleiten bei der Lohnrutsche, so eine Lohnrutsche, dass da Einhalt geboten wird. Das ist das Mindeste, was man verlangen kann. Wenn wir mit Ihrem Geld als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler Millionen Aufträge vergeben, um Polizeireviere zu sanieren, Verwaltungsgebäude neu zu bauen oder zu sanieren, wenn wir die Behördenpost des Landes an Unternehmen vergeben, wenn wir Gebäudereiniger reinlassen in die Verwaltungsgebäude des Landes, dann ist das Mindeste, dass mit dem Geld der Steuerzahler
ordentliche Löhne bezahlt werden und keine Dumpinglöhne. Und deshalb wird dieses Tariftreuegesetz von uns sehr schnell umgesetzt werden. Die Pläne sind in der Schublade, wir werden sie öffnen, rausziehen und das Gesetzgebungsverfahren sofort einleiten. Und dann haben wir noch dieses Jahr ein Tariftreuegesetz für Baden-Württemberg. Vielen Dank, Herr Schmid. Es liegt jetzt an Ihnen, in den Dialog zu treten mit dem wahrscheinlich künftigen Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg und Ihrer Landtagsabgeordneten. Und ich sehe hier eine Hand. Können Sie ganz kurz vielleicht, dass die anderen, Sie sehen es auch kurz aufstellen und Ihren Namen sagen? Ihren Namen, ja? Mein Name ist Volte, UTTE. Okay. Was ist Ihre Frage? Ja, also meine Frage ist schlicht die, wie diese positive, fröhliche Projektion in der Breite dargestellt wird, dass wir also mit dem Ministerpräsidenten Schmidt deutlich besser dastehen als mit dem Alten, der 5.000 Millionen aus der Kasse geholt hat, einen Zettel reingelegt hat, meine Kumpels werden das schnappnicken. Also irgendwo ist doch da das schwäbische Gemüt sehr schwer beschädigt und da müsste doch eine Projektion daraus entstehen, die uns einen richtigen schönen Vorschub gibt, damit wir da mal tatsächlich die ganze Geschichte stemmen können. Vielen Dank. Ja, der Schub ist so langsam unterwegs, würde ich sagen. Also man merkt es, wenn man im Land unterwegs ist, wenn ich auf Veranstaltungen bin, hohe Resonanz von vielen Leuten, die jetzt nicht unbedingt alle SPD-Mitglied sind. Und wir werden das in den verbleibenden 3 Wochen jetzt wirklich mit voller Kraft machen. Also ich bin jeden Tag unterwegs und unsere Abgeordneten und Kandidatinnen und Kandidaten in den Wahlkreisen auch. Wir werden das massiv auch über die großen Werbemittel treiben. Sie werden nochmal ein sehr überzeugendes Schlussplakat von der SPD sehen. Wir werden nochmal die Themen gute Arbeit, gerechte Bildungschancen rausstellen. Ich werde es in dem Fernsehduell sehr stark deutlich machen, was die Unterschiede sind zwischen denjenigen, die einfach sich zurücklehnen und sagen, es wird schon gut gehen, und denjenigen, die sagen, nee, wir packen es an und wissen, dass wir auch was an der einen oder anderen Stelle verändern müssen. Also, und jeder von Ihnen kann dazu beitragen, jetzt ganz, ganz viele Leute anzusprechen. Also mein Appell ist einfach, reden Sie mit der Katrin Alpeter natürlich, also informieren Sie sich bei ihr, aber reden Sie auch im Bekanntenkreis, im Kollegenkreis, in der Familie, in der Nachbarschaft über das, was jetzt am 27. März zur Entscheidung steht. Da geht es um richtig viel, es wird richtig knapp, es kommt auf jede Stimme an, und dann wird dieser Schub, wenn ganz viele mithelfen, jetzt in den nächsten 2,5 Wochen bis zur Wahl, dann wird dieser Schub durchs Land ziehen, noch stärker, als wir ihn jetzt spüren. Und ich glaube, dass so manche vielleicht denken, naja, ob die CDU das vielleicht doch nochmal schafft, sie wird es diesmal nicht schaffen. Sie wird es diesmal nicht schaffen, weil sie Angst hat, Perspektiven zu geben. Und ich glaube, Wahlkämpfe gewinnt man nicht mit Bilanzen, sondern Wahlkämpfe gewinnt man mit Perspektiven. Und da sind wir als SPD, glaube ich, gut unterwegs. Und es ist ein tolles Angebot, was wir sowohl von mit mir als Spitzenkandidaten, aber auch von unseren kompetenten Persönlichkeiten drumherum haben. Aber vor allem haben wir auch die Themen richtig gesetzt. Denn die Themen, die für Baden-Württemberg entscheidend sind, damit wir auch in Zukunft Wohlstand und Beschäftigung, damit auch Sicherheit für die Familien im Land bekommen, da muss man diese Dinge angehen. Und deshalb sage ich einfach, der Schub ist da, wir müssen ihn verbreitern, dann wird es was. So, vielen Dank. Nächste Frage. Bitte schön. Sagen Sie Ihren Namen. Mein Name ist Ralf Ulldorf, ich vertrete die Evangelische Heimstiftung. Das größte Altenhilfeunternehmen in Baden-Württemberg, 6.500 Mitarbeiter, immerhin 95% Frauen, also wir haben das schon erreicht. Wir wissen aber warum. Und wo ist ja die Führungsposition? So, jetzt kommt meine Frage. Der Herr Ministerpräsident Dr. Schmidt wird eines Tages seiner Sozialministerin sagen müssen, demografischer Wandel. Wir brauchen in den nächsten 10 bis 15 Jahren 60.000 zusätzliche Pflegekräfte, dass man sich vorstellen kann, die sanierte Benz Arena, das größte Zweitligastadion Deutschlands. Jeder Platz besetzt. Das sind alles diese Pflegekräfte, die wir in der ambulanten und stationären Altenhilfe in den nächsten Jahren brauchen. Sie haben demografischen Wandel genannt, Sie haben genannt, dass
man für die Kinderversorgung was tun muss. Wie machen Sie die Pflegeberufe attraktiver, dass da auch Männer reingehen in die Pflegeberufe, dass die Frauen, die wir dringend brauchen für die Pflege, auch nachher zur Verfügung stehen, denn die nächste und übernächste Generation sind wir dann selber, die gepflegt werden müssen. Die Antwort würde mich interessieren, was ich mache von Ihnen, was Sie mir sagen und wie Sie dann drauf antworten. Ja, ich darf beginnen, Herr Ollendorf, das Problem trifft vor allem die Pflegeberufe, dort ist der Pflegenotstand, das wissen Sie ja schon angekommen, aber es geht insgesamt um alle sozialen Berufe. Es wird bei den Erzieherinnen und Erziehern, sagen hier auch, genau das Gleiche sein. Deswegen geht es einerseits darum, im Hinblick auf die Zukunft zunächst ein gesellschaftliches Klima dafür zu schaffen, dass der soziale Beruf an sich einen wichtigen Wert in unserer Gesellschaft darstellt. Ja? Das ist so alles in den letzten Jahren etwas in den Hintergrund geraten. Und da kann Politik eine ganz wichtige Aufgabe übernehmen. Ja? Da geht es dann nicht nur darum, schöne Plakate zu machen, um das Image herauszustellen, sondern da geht es darum, auch eine Wertigkeit in einer Öffentlichkeit zu forcieren. So, und wann ist ein Beruf wertig? Er ist dann wertig, wenn es einen Wert an sich darstellt, sich um andere zu kümmern. Das hat was mit einem gesellschaftlichen Klima zu tun. Er ist aber auch dann wertig, wenn die Rahmenbedingungen so sind, dass ich sage, ja, in den Beruf gehe ich gern. Und da meine ich nicht nur die Vergütung, ich spreche auch von Arbeitszeiten und ich spreche vor allem auch von Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten. Ja? Wenn ich dann nämlich sagen kann, wenn ich den Beruf lerne, dann kann ich mal in ein paar Jahren verdiene ich ordentlich Geld und habe Ansehen und ich habe auch noch Karriere gemacht in einer Leitungsposition, die sich nachher aber auch abbilden muss in einem Gehaltsgefüge. Dann könnt ihr mir vorstellen, dass da sich sicherlich noch was entwickelt. Eine wichtige Rolle, zunehmend wichtige Rolle, wird dabei auch spielen der Zugang über das freiwillige soziale Jahr, weil wir aus der Erfahrung wissen, dass viele, die ein freiwilliges soziales Jahr oder auch Zivildienst gemacht haben, sich nachher sehr bewusst für einen sozialen Beruf entscheiden. Ein weiterer großer Punkt, und hier sind wir wieder beim Potenzial Frauen, ein weiterer großer Punkt wird sein, den Wiedereinstieg für Frauen nach der Kinderpause. Pause ist ja in diesem Zusammenhang ein ganz blödes Wort, aber nach der Kinderzeit zu fördern, und zwar sehr bewusst zu fördern, denn wir wissen, dass wir gerade in der Pflege Menschen mit Erfahrung brauchen, mit Lebenserfahrung, auch mit hohem professionellem Wissen, aber auch mit Lebenserfahrung. Und nicht zuletzt, um das abzuschließen, ich denke, wir werden auch nicht umhinkommen, den Zuzug von ausländischen Pflegekräften zu steuern und entsprechend auch zu qualifizieren. Also ich kann meine Sozialexpertin nur ergänzen. Ich will noch mal einen Punkt unterstreichen, der sich wie ein roter Faden durch dieses Thema Fachkräftemangel zieht. Das ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und gerade in den Pflegeberufen haben wir Arbeitszeiten, die nicht trivial sind, ja, weil es halt häufig die Tagesrandzeiten sind und dann das Thema Wochenende ja auch noch dazukommt. Und was man dann hinbekommen muss, ist, dass da auch das Thema Kinderbetreuung mit einfließt, weil ich will da nicht auch noch ein zusätzliches Hemmnis haben für den Pflegeberuf, weil man die Kinderbetreuung nicht hinbekommt. Das Zweite, was und damit eng zusammenhängt, auch das Thema Rückkehrer, weil ich kenne das aus vielen Bereichen und auch aus dem Pflegebereich, je größer die Pause, umso schwieriger ist die Rückkehr, weil man dann im Prinzip alles nachqualifizieren, im Extremfall eigentlich fast bei vorne anfangen muss, wenn das 10, 15 Jahre sind. Und da wird es dann auch wichtig sein, dass die Kinderbetreuung stimmt, damit man relativ schnell wieder in den Beruf kehren kann, wenn man es denn wünscht. Oder dass auch ein Anreiz besteht, das sich zu überlegen, dass man dann am Ball bleibt, im wahrsten Sinne des Wortes, was dann auch bei Karrierechancen wieder eine große Rolle spielt. Für das Thema Zuwanderung haben wir von der SPD eine klare Haltung. Das gilt für den Pflegebereich, gilt auch für die anderen Bereiche. Priorität hat das Ausschöpfen der Ressourcen unserer Gesellschaft. Frauenerwerbspotenzial und
des Erschließen des Potenzials von Migrantinnen und Migranten. Dass die auch die Chance haben, in diese Berufe reinzukommen mit einer guten Bildung und guten Ausbildung. Es ist übrigens gerade für die sozialen Dienstleistungsberufe eine interessante Frage, wie wir dieses Potenzial erschließen können. Es ist nicht nur eine Frage von formalen Qualifikationen, sondern auch von, wie man die Leute anspricht. Und in einer sich immer bunter entwickelnden Gesellschaft wird es für die sozialen Berufe auch aus der eigenen Sicht eine Zukunftsfrage sein, weil die Klientinnen oder Patientinnen oder wie auch immer werden auch immer vielfältiger. Ne? Da sind dann ja die ganzen Gastarbeiter dann irgendwann nicht mehr zu Hause in Griechenland auf der Insel oder in Italien, sondern die bleiben hier, weil die Enkel hier sind. Und dann werden sie irgendwann pflegebedürftig und dann kommt man gleich in die Situation rein, wo es durchaus im Sinne von Diversity Management und Vielfalt sinnvoll ist, wenn auch auf der betreuenden Seite, auf der professionellen Seite Leute da sind, die diese zusätzliche Kompetenz mit reinbringen, nicht nur von der Sprache, sondern auch von manchen kulturellen Eigenheiten oder kulturellen Verständnissen. Das ist ganz wichtig, übrigens auch für kirchliche Einrichtungen ein spannendes Thema, wie man dann damit umgeht. Und dann wird sich die Frage als letzte stellen, wie kriegt man es hin, gesteuerte Zuwanderung in die Bereiche reinzunehmen, wo man es einfach aus der eigenen Gesellschaft rein zahlenmäßig nicht stemmen oder wo wir auch ein bisschen unter Zeitdruck sind, weil halt jetzt die Leute da sind, die gepflegt werden müssen oder weil man jetzt IT-Leute braucht, um bestimmte Projekte zu vollenden. Und da haben wir ja immer gesagt, da wollen wir eine gesteuerte Zuwanderung dann ermöglichen. Darf ich in einem Punkt nachhaken, bevor wir gleich zur nächsten Frage kommen? Also Frau Altmeter sagt, oder ich denke mal auch viele, die in dem Sozialwesen sind, auch der vorige Fragesteller, also wir brauchen so und so viel mehr beispielsweise Erzieherinnen und Erzieher, Altenpfleger, Krankenschwestern, Schulsozialarbeiter und so. Mir hat ein Finanzminister gesagt, dass eine Kernkompetenz muss ein Finanzminister haben. Sie möchten Ministerpräsident werden, aber Sie sind ja Finanzpolitiker. Eine Kernkompetenz muss ein Finanzpolitiker haben, Nein sagen zu können. Wie wollen Sie diese Sachen, die Frau Altpeter auch und auch viele andere, die im Sozialbereich tätig sind, finanzieren? Vor allem, wenn man sich überlegt, dass man 2019 ist, glaube ich, tritt die Schuldenbremse in Kraft. Das heißt also, ein Haushalt eines Landes darf nur so viel ausgeben, wie es einnimmt. Ja, ich meine, die Schuldenbremse ist eine wichtige Rahmenbedingung. Wir als SPD haben sie auch durchgesetzt, weil wir gemerkt haben, wir können, gerade wenn man Politik gestalten will, auf Dauer nicht Schuldenhaushalte fahren, weil irgendwann dann die Gestaltungsspielräume gerade im Sinne auch von sozialdemokratischer Politik wegfallen. Für den Bereich der Pflege wird die Finanzierung weniger über den Landeshaushalt laufen als über die sozialen Sicherungssysteme. Weil also wenn ich die Pflegefinanzierung anschaue, dann ist es eine Angelegenheit, die ganz stark über Bundessysteme läuft. Und da muss man auch ehrlich zu den Menschen sein. Also Gesundheit und Pflege sind so wichtig und bedeutsam, dass sie in Zukunft nicht billiger werden, dass wir nicht weniger dafür ausgeben, sondern mehr. Durchaus auch im Sinne unserer gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, weil es auch ja, umgekehrt wichtige Wirtschaftssektoren sind, also Arbeitsplätze bieten, drumherum, wenn man so will, Wertschöpfungsketten, Zuliefererbereiche bieten, die da auch wiederum Jobs schaffen. Da müssen wir uns schon auch bewusst machen, das muss uns was wert sein in der Gesellschaft. Eine vernünftige Pflegeheime überhaupt. Älter werden, wohnortnah und mit Familienbezug und mit Gemeinwesenbezug. Auch die Gesundheit mit dem technologischen Fortschritt, der in der Medizin möglich ist, das muss uns was wert sein. Und es wird die entscheidende Frage sein, kriegt man das solidarisch finanziert oder läuft es auseinander, dass es je nachdem, wie viel einer mitbringt, dann einer sich leisten kann oder nicht leisten kann. Und da werden wir auf Landesebene, auf Bundesebene an allen Stellen dafür kämpfen, dass es solidarisch finanziert wird und dass diejenigen, die viel beitragen können, auch wirklich viel beitragen und zwar nicht nur aus ihren Löhnen und Gehältern, sondern auch aus Vermögen, Kapitaleinkünften und anderem. So, dann habe ich, glaube ich, da hinten eine Hand gesehen. Ja, genau. Ja, ich glaube, müssen wir mal nachschauen. Blank ist los. Bitte. Mein Name ist Burschemeier, um es vorwegzunehmen, kleine Kinder und voll erwerbsfähig. Und ich bin etwas irritiert, Frau Altmeter hat gesagt, dass die Anerkennung für Soziale einfach in die Gesellschaft fällt. Auf der anderen Seite höre ich hier immer mit
Frauen müssen Karriere machen, sollen ihre Kinder im Kindergarten tun. Also kann man nichts machen, um in der Familie mehres aufzufangen, die Kinder genauso wie Gesundheit und Pflege vom Alter. Das widerspricht sich in meine Augen. Ich denke nicht, dass es sich widerspricht, denn es muss beides möglich sein. Es muss die Wahlgeber die Entscheidung zu treffen, wenn die Rahmenbedingungen entsprechend so sind, dass ich sage als Frau, gut, ich möchte mich um die Familie in erster Linie kümmern, ich möchte mich vielleicht ehrenamtlich engagieren, wenn ich das kann, ja. Also muss aber auch die Möglichkeit geben, zu sagen, beide Partner oder auch als alleinerziehende Frau, ich gehe arbeiten, ich sorge für meinen Lebensunterhalt und ich sorge dafür, dass meine Kinder gut aufwachsen. Insofern muss es beide Möglichkeiten geben und da muss auch immer die Wahlmöglichkeit bestehen. Ich möchte nur alles noch anfügen und ich glaube, das ist eben auch Realität. In der Region Stuttgart, zumindest hier, wenn sie euer normales Gehalt haben und nicht gerade als Facharbeiter, der Ehemann, ich nenne mal das klassische Beispiel, der Ehemann als Facharbeiter bei Daimler beschäftigt ist, sondern eben weniger Verdienst hat und sie haben kein Erbe und sie haben keine Eltern, die ihnen ein Baustickle für einen Hausbauer oder ähnliches geben haben, wird es in der Region Stuttgart sehr schwierig, von einem Gehalt zu überleben. Das ist definitiv so. Deswegen denke ich, ist es für viele Familien, auch wenn sie es vielleicht gern anders hätten, einfach auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit, dass beide Ehepartner oder beide Partner, wenn es die gibt, arbeiten gehen. Ich glaube, was die Kinderbetreuung oder Kindererziehung anbelangt, geht es um eine echte Wahlfreiheit. Ja, und die echte Wahlfreiheit ist dann gegeben, wenn ich ausreichende Angebote für in Kindergärten und Schulen habe, dass dann junge Familien sich entscheiden können, wie sie es machen wollen. Und es gibt angesichts des Fachkräftemangels auch sozusagen einen starken Anreiz dafür, dass auch die Frauen erwerbstätig sind, weil wir werden sie alle brauchen. Für die Pflege von Angehörigen, glaube ich, ist es ganz wertvoll, wenn das über die Familie läuft, weil also das ist ja etwas, was Nähe schafft, ja, was auch Lebensqualität ausmacht. Und wir von der Politik sollten das auch unterstützen. Also wir haben ja auch überlegt, so Pflegeurlaubsmodelle einzuführen, weil man nicht dauernd dabei sein kann, aber es trotzdem toll ist, wenn in der Regel sind es ja die Kinder, übrigens in der Regel auch die Frauen, die Töchter, die das machen, aber dass sie das dann auch, die packen das nur, wenn sie auch mal eine Auszeit nehmen können, das ist das Mindeste. Ich hab bei mir das bei meiner Oma selbst erlebt, dass zwei Tanten das gemacht haben und es war ein hohes Opfer, war ein hohes Engagement. Bei einer Tante war es dann letztendlich so, dass sie unheimlich viele Jahre ihre Mutter gepflegt hat und dann, als sie mit ihrem Mann so langsam Richtung Rentenalter selber ging, hatte sie nur noch ganz wenige gemeinsame Jahre mit ihrem Ehemann, weil er dann leider sehr früh verstorben ist. Also das ist, sind ja auch dann Lebensentscheidungen, die ganz schwer sind und wo ja dann auch dann auch an Grenzen stößt. Also nicht alle Familien können das über viele Jahre durchstehen. Aus diesem Grund ist es ganz wichtig, dass man Angebote machen, die darüber hinausgehen. Wir haben nicht überall diesen engen Familienzusammenhang, der hat sich aufgelöst, häufig sind die Kinder in der Republik verstreut oder gar im Ausland. Und wir brauchen an der einen oder anderen Stelle auch Professionalität dabei. Ja? Also bei mir war eine dann eine ausgebildete Krankenschwester, okay, aber das ist ja nicht immer der Fall. Und gerade ältere Menschen sind dann auch darauf angewiesen, dass an der einen oder anderen Stelle, je nachdem, um was es geht, auch professionelle Hilfe dazukommt. Das werden nicht alles über Familien stemmen können. Und dafür wiederum brauchen wir dann solidarische Systeme wie die Pflegeversicherung und die Krankenversicherung, die das ein Stück weit auffängt, weil wir über die Familien selbst nicht alles hinbekommen werden. Aber ich glaube schon, dass wir in der Politik darauf achten, dass das, was an Engagement und an Bereitschaft zur Hilfe, gerade im familiären Bereich, ob es jetzt um Kindererziehung geht, um Pflege oder auch in anderen Fällen, dass wir das immer also befördern, aber die gesellschaftliche Realität ist eben leider die, dass nicht alle Menschen sich darauf verlassen können, dass sie so einen Zusammenhang haben. Und da müssen wir dann als Gesellschaft und als Staat mit einspringen und da mithelfen. So, dann der Herr. Mein Name ist Reinschel. Ich frage Sie ganz einfach,
Meines Wissens ist ja die Führungsspitze der SPD für einen Bürgerentscheid, beispielsweise Stuttgart 21, wobei die Basis ja sehr gespalten ist, was ich so mitbekomme. Warum ist sie nicht für ganz einfaches Problemlösung, indem sie eine Bürgerbefragung zustimmt? Da kann man vorher sich auch festlegen, das Ergebnis wäre dasselbe. B, bis der Bürgerentscheid, der ja auch von Juristen in der Zwischenzeit sehr angezweifelt wird, weil er juristisch einfach im Moment scheint nicht durchführbar ist, wie Sie das in der Legislaturperiode auf eine Reihe kriegen, dass Sie eine Bürgerentscheidung durchbekommen, egal mit welcher Hürde, habe ich Angst, dass der Bürgerentscheid die Legislaturperiode um. Gibt es bis dorthin, wenn das durchgehen sollte, bei Ihnen einen Baustopp? Also es handelt sich präzise um Volksabstimmung oder Volksbefragung, weil wir werden das ganze Land befragen. Das kann man auf der kommunalen Ebene rechtlich nicht mehr lösen, weil da das schon durch ist. Wir könnten aber im Land über den Finanzierungsanteil des Landes an Stuttgart 21 und der Neubaustrecke abstimmen. Da ist jetzt einfach die Frage, machen wir es über Volksabstimmung oder Volksbefragung. Wir haben einen Vorschlag gemacht, der eine Volksabstimmung ermöglicht, weil dann die Verbindlichkeit der Entscheidung auch jedem Bürger und jeder Bürgerin klar ist. Das ist verfassungsrechtlich von manchen bezweifelt worden. Ich sage mal, wenn wir mal die Volksbefragung genauer anschauen, gibt es da mindestens genauso viele verfassungsrechtliche Tücken. So einfach ist es nicht. Wir haben mit unseren Gutachtern gerade über diesen Punkt sehr intensiv diskutiert. Wir werden nach der Wahl, wenn wir regieren, dieses Angebot an den grünen Koalitionspartner machen, dass wir gemeinsam diese Volksabstimmung oder Volksbefragung einleiten. Ich bin da auch nicht festgelegt. Wenn die Volksbefragung einfach ist, dann machen wir die Volksbefragung und erklären uns an das Votum gebunden. Ist ja selbstverständlich, dass wir das dann respektieren werden. Mir wäre es recht gewesen, der Mappus hätte es nach der Schlichtung gemacht. Ja, da leider haben wir da keinen Zugriff drauf. Wenn wir selbst eine Mehrheit im Landtag haben, können wir es einleiten. Klar ist aber auch, dass wir es erst nach dem Stresstest machen können. So ehrlich müssen wir sein, nachdem der Schlichter in seiner großen Weisheit gesagt hat, dass er die Probleme nochmal auf die lange Bank schiebt und einen Stresstest anberaumen will, dann muss man den Ausgang des Stresstests abwarten, weil dann erst die Bürgerschaft des Landes endgültig über Vor- und Nachteile und Leistungsfähigkeit von S21 entscheiden kann. Aber wir werden es machen und für mich ist klar, dass im Vorfeld einer solchen Volksbefragung ein Baustopp notwendig ist. Wir werden das im Land nicht anordnen können, das kann nur die Bahn oder der Bund machen, aber wir werden darauf hinwirken, dass es so wie während des Schlichtungsverfahrens dann einen Baustopp gibt, damit nicht weiter Tatsachen geschaffen werden. Das ist das Angebot, was wir machen. Ich glaube, gerade weil wir in der SPD eine klare Beschlussfassung für das Projekt haben, aber gleichzeitig wissen, dass in den eigenen Reihen Befürworter wie Gegner sind, sind wir als große Volkspartei auch aufgerufen, Brücken zu bauen bei dem Thema und deshalb dieser Vorschlag, auch mit einer klaren Aussage von mir, dass ich mit der SPD weiterhin für ein Ja dann bei so einer Volksabstimmung werbe, aber auch respektiere, dass die anderen Meinungen auch zum Zug kommen, dass die Bürgerinnen und Bürger sich dann ein eigenes Bild machen und selbst das letzte Wort darüber haben, ob das zu Ende gebaut wird oder nicht. Vielen Dank. Also gut, machen wir die Dame mit der Brille, sagen Sie uns mit Ihren Namen und dann. Ich heiße Teresa Santa Maria und wohne seit 38 Jahren in Deutschland. Ich war gerade am Wochenende in einer Fortbildung im Wuppertal, wo wir verglichen haben, die deutsche Pflegeversicherung, ein spanisches Gesetz, Unabhängigkeitsgesetz, für die Pflege in Alba. Wir haben das ganz genau angeschaut. Also meiner Meinung nach, wenn Sie sagen, die Leute bleiben hier, die ehemaligen Gastarbeiter bleiben hier, weil sie hier versorgt werden. Das ist der einzige Grund. Also meine Frage wäre, kann man eines Tages davon ausgehen, dass die Pflegeversicherung überarbeitet wird? Denn ganz viele von uns würden natürlich in die Heimat zurückgehen, wenn sie die Anspruch, die sie erworben haben, auch da unten wahrnehmen können. Alles klar, vielen Dank. Nochmal, wir haben, glaube ich, die Frage verstanden. Wenn es, und ich hätte gerne, also, wenn es um Integration geht, wäre es nicht sinnvoll, dass man auch dreijährige Kinder, wie in Spanien, in die Vorschule nimmt, was Pflicht ist, und nicht wartet,
bis ein Jahr, bevor sie in die Schule gehen und dann kein Deutsch können. Vielen Dank. Also es gibt natürlich mehrere Gründe, weshalb Gastarbeiter im Alter, im Ruhestand dann in Deutschland bleiben. Der eine Grund ist, dass die Kinder und Enkel da sind. Ja, also, ja, und der andere Grund ist das, was Sie geschildert haben, also sozialrechtliche Gründe. Das kann man, also es gibt ja die Überleitungsmöglichkeiten in die nationalen Renten- und Sozialversicherungssysteme. Die Frage ist nur, wie gut dann die Leistungen sind, die dann dargeboten werden, weil gerade bei dem Thema Pflege geht es ja nicht nur darum, dass man irgendwie sozusagen Geld ausbezahlt bekommt, sondern da geht es um Leistungsangebote. Und da kann es eben sein, dass in Deutschland die Leistungsangebote an der einen oder anderen Stelle besser sind als in den Herkunftsländern. Ich weiß es nicht, das ist sehr unterschiedlich ausgestaltet. Deswegen habe ich das auch so dargelegt. Ich war jetzt gerade im Wochenende. Ja, und man kann das auch so, wir haben das tatsächlich so erfahren, dass es juristisch, dass es da einfach im Moment so ausgelegt werden. Man erwerbt hier Rechte, man kann diese Rechte nach in Anspruch nehmen, wenn man hier bleibt. Sobald man das Land verlässt und runtergeht, hat man diese Rechte einfach. Und ich habe gesagt, also für mich ist das undenkbar. Also ich schaue mir, also für die Rentenversicherung ist das definitiv nicht so, das wird umgerechnet. Für die Pflegeversicherung müsste man sich das anschauen, aber da ist genau ja der Punkt bei der Pflegeversicherung der, dass man kein Geld ausbezahlt bekommt, sondern Anspruch auf Leistungen hat. Und die Leistungen können dann sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem, in welchem Land das ist. Und vielleicht ist da auch die Anerkennung noch nicht geregelt, weil der Aufbau von Pflegeversicherungen in den anderen europäischen Staaten unterschiedlich lief und auch sehr unterschiedlich ausgestaltet ist. Zu der Frage der Kinder, das finde ich sehr spannend. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir es schaffen, dass die Kinder, und zwar egal ob mit oder ohne Migrationshintergrund, dass sie frühzeitig in den Kindergarten kommen. Weil das Thema Sprachentwicklung, überhaupt Entwicklung, Entfaltung der Persönlichkeit und der Fähigkeiten, das ist im Kindergarten sehr gut aufgehoben. Der Kindergarten ist eine Bildungseinrichtung. Da sind Erzieherinnen unterwegs, die wissen, wie man damit umgeht. Und es ist auch für soziale Lernen ganz gut, wenn man mit Gleichaltrigen frühzeitig in Kontakt kommt. Deshalb haben wir auch immer gesagt, unser Schwerpunkt ist der Ausbau der vorschulischen Bildung. Wir wollen, dass da die Qualität kommt, dass der Orientierungsplan umgesetzt wird, dass die Sprachförderung in die Fläche kommt. Wir wollen das übrigens auch gebührenfrei machen, schrittweise. Es wird nicht auf einen Schlag gehen, weil es viel Geld kostet. Das wollen wir auch den Kommunen ersetzen. Aber ein gebührenfreier, qualitätvoller Kindergarten ist die wichtigste Bildungseinrichtung, die es überhaupt gibt. Und wenn wir das mal geschafft haben, dass es gebührenfrei ist und dass die Qualität stimmt, dann haben wir auch die Erwartung an die Eltern, dass sie ihre Kinder dorthin schicken. Weil man kann dann die wichtigste Bildungseinrichtung, da kann man dann nicht so tun, als wäre das gerade egal, ob ein Kind hingeht oder nicht, sondern dann sollen auch die Kinder hingehen. Das heißt, sie sollten regelmäßig den Kindergarten besuchen. Das heißt nicht, dass man das wie bei der Schulpflicht macht, dass man sozusagen am Montag sofort um 8 Uhr für Mathe stehen muss, sondern das kann man ja etwas flexibler handhaben. Ich halte es vor allem für wichtig, dass die Familien weiterhin außerhalb der Schulferien Urlaub machen können. Ja, also weil sonst ist das natürlich auch schwierig. Aber für mich ist klar, wenn das alles geregelt ist, Gebührenfreiheit da ist, die Qualität stimmt, dann muss der Kindergartenbesuch sowas auch, ob man da eine Pflicht einführt oder nicht, aber es muss zumindest klar sein, dass man die Kinder dorthin schickt. Wir haben im Wahlprogramm drin, dass man dann auch über eine Verbindlichkeit des Kindergartenbesuchs nachdenken kann, aber es wird dann am Ende dieser Entwicklung sein und es wird nicht vergleichbar sein mit der Schulpflicht. Aber entscheidend für uns ist, vorschulische Bildung ist das Allerwichtigste und ab dem dritten Lebensjahr sollten dann die Kinder dort auch dabei sein. Also Bildungspolitik. Ich habe selber drei Kinder in der Schule hier in Willingen und da stellen sich mir zwei Fragen. A, das Thema beschäftigt vor allem die Gymnasiasten. Was passiert, wenn die dann nach G8 rauskommen? Wie sieht es die SPD? Machen ihr genügend oder würdet ihr mehr machen als die CDU jetzt, um, sagen wir mal, die Sorgen und Nöte der Eltern zu den Sorgen und Nöten zu begegnen? Finanziell vor allem, gibt es da noch was zu tun? Und dann die zweite Frage, später wollen ihr die Kinder auch mal studieren. Das Thema Studiengebühren habt ihr auch angesprochen. Wie will es die SPD stemmen, die, sagen wir mal, Studiengebühren abzuschaffen? Die Kultusministerin schickt
die meint ja, die anderen Länder könnten das nur machen, weil es Nehmerländer sei und im Finanzausgleich, wie will das die SPD in diesem Land dann stellen? Also wir wissen, dass G8 für viele Schülerinnen und Schüler eine starke Belastung ist und dass die Art und Weise, wie das eingeführt worden ist, an manchen Gymnasien oder an vielen Gymnasien zu unnötigen Härten führt. Aber der Spaß an der Schule nachlässt. Ja. Und vielleicht auch die Frage, wie dann die Leistung gemessen wird, wie die Noten ausfallen, auch unnötig schwierig gemacht wird. Deshalb wollen wir ein Wahlrecht haben für die Eltern. Dort, wo sie es wünschen, sollte dann auch ein G9-Zug angeboten werden an den Gymnasien. Damit dann die Kinder nicht auf die Realschule gehen müssen und dann die beruflichen Gymnasien nehmen müssen, sondern dass man auf dem Gymnasium, wo man halt nun mal sein will oder ist, dass man da dann die Möglichkeit hat, auch mit einem G9 zum Abitur zu kommen. Übrigens, viele, die jetzt so arg auf das Gymnasium nach 12 Jahren pochen, haben dann doch manchmal 14 Jahre gebraucht. Also deshalb finde ich das immer, man soll da jetzt auch nicht zu wild dran rummachen, sondern ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemand G9 macht. Man kann dann immer noch schauen, dass die Studienzeit nicht zu lang dauert und die anschließende Ausbildungszeit, das ist fast wichtiger als ein Jahr länger oder weniger lang auf der Schule. Also dieses Wahlrecht werden wir einführen. Die andere Frage mit den Studiengebühren, da haben wir eine klare Aussage. Ich verspreche Ihnen, wir werden sie zum Wintersemester 2011, 2012 abschaffen. Und wir werden den Hochschulen die Einnahmeausfälle ersetzen. Das ist gar nicht so schwierig. Die Landesregierung hat durch die großzügige Geschwisterregelung den Hochschulen schon Teil der Studiengebühreneinnahmen weggenommen. Man hat jetzt ja das nochmal ausgeweitet. Wer zwei Kinder und mehr hat, kann dann ab dem dritten Kind gebührenfrei es studieren lassen, was nicht unbedingt gerecht ist, weil je nachdem, wie viel die Familie verdient, ist das schon fürs erste Kind viel Geld, was man ausgeben muss. Ja. Also deshalb haben wir dann gesagt, haben wir gesagt, wir wollen die Gebühren vollends abschaffen, nachdem die Landesregierung sie schon teilweise abgeschafft hat. Das macht vielleicht 100 Millionen etwa im Jahr aus. Wir haben im letzten Haushaltskonzept das gedeckt durch Umschichtung. Das kriegt man auch hin, wenn ich daran denke, dass wir eine Imagekampagne haben, dass wir die Subventionen auf den Prüfstand stellen, dass wir in der EDV-Ausstattung besonders einiges an Doppelstrukturen einsparen können. Und wenn wir natürlich für mehr Steuergerechtigkeit sorgen, indem man mehr Prüfer einstellt, damit auch wirklich mal das Geld reinkommt, was dem Staat zusteht, da bin ich zuversichtlich, dass wir es kurzfristig hinbekommen. Bei den Kindergartengebühren ist es anders. Eine große Summe müssen wir den Kommunen ersetzen. 3 Kindergartenjahre macht etwa 250 Millionen Euro aus. Das werden wir nur schrittweise hinbekommen, indem wir schrittweise den Haushalt umschichten. Ich werde auch eine Maxime haben, dass wir Mehrausgaben gegenfinanzieren, dass wir also nicht die Neuverschuldung erhöhen, sondern wir bleiben in der Linie, die die mittelfristige Finanzplanung vorgibt, damit wir da nicht den Haushalt aus dem Ruder laufen haben. Der Länderfinanzausgleich spielt da jetzt nicht die große Rolle, wie manchmal die CDU denkt, denn wofür die Länder das Geld ausgeben, was ihnen im Länderfinanzausgleich zugewiesen wird oder was nach dem Länderfinanzausgleich übrig bleibt, das ist deren Sache. Wenn also Baden-Württemberg mal muss 2 Milliarden für die Landesbank ausgeben und 5 Milliarden für die EMBW-Anteile, ist in Ordnung. Das bin ich ja übrigens auch dafür gewesen. Aber dann kann man nicht sagen, deshalb können wir uns das nicht leisten, den kostenlosen Zugang zur Bildung zu organisieren. Deshalb ist dieses Fingerzeigen auf andere Bundesländer an dem Punkt nicht in Ordnung, dass der Länderfinanzausgleich geändert werden muss. Da sind wir uns, glaube ich, alle in Baden-Württemberg einig, ja, dass die Anreize falsch sind, dass auch die schwächeren Länder Anreize brauchen, sich zu verbessern. Völlig klar. Ich werde auch im Zeichen vom Bundesverfassungsgericht Klage einreichen, um das durchzusetzen. Bloß auch da gilt, auch in Wahlkampfzeiten, Schuss Ehrlichkeit, selbst wenn wir vom Bundesverfassungsgericht mal wieder gewinnen, ist das entscheidende Spiel nach dem Urteil. Und da kommt es darauf an, dass Baden-Württemberg gute Karten auf den Tisch legt, nämlich gute Argumente. Wenn man im Vorfeld allen ins Gesicht springt, dann wird man keine Mehrheit im Bundesrat und im Bundestag für einen vernünftigen Länderfinanzausgleich bekommen, weil das Bundesverfassungsgericht wird uns den nicht aufschreiben, sondern das wird vom Bundestag und Bundesrat beschlossen. Der neue Länderfinanzausgleich, auch nach dem Verfassungsgerichtsurteil, muss eine Mehrheit in beiden Kammern des deutschen Parlaments bekommen. Da braucht man gute Argumente. Und deshalb
ich verstehe dieses Wahlkampfgetöse und ich finde auch, Baden-Württemberg ist ja ungerecht behandelt, aber muss auch im Wahlkampf immer daran denken, wie es danach weitergeht. Also ein bisschen weiter blicken als nur auf den 27. März und den Eigenmacht. Wenn ich auf die Uhrzeit blicke, haben wir noch Zeit für eine Frage und das war, glaube ich, die Dame, genau, die ist genau sie. Ich hätte noch eine Frage. Mila Karp ist mein Name. Nach den aktuellen Umfragen reicht es ja nicht für Rot-Grün. Würde für Sie auch Rot-Rot-Grün in Frage kommen? Und was für Verzichterklärungen müsste die Linke abgeben, dass das möglich ist, was die Dame gerade fragt? Wir werden bis zum 27. März für dieses klare Votum für Rot-Grün kämpfen. Und die Dynamik ist auf unserer Seite. Das merkt man jetzt ja. Wir sind jetzt gleich auf mit Schwarz-Gelb in den Umfragen. Die Linkspartei ist eher unter 5% als über 5%. Weil da muss ich mal ganz deutlich sagen, in so einer Situation stört die Linkspartei nur. Wir haben es in Nordrhein-Westfalen gesehen, wäre die Linkspartei nicht reingekommen, hätte Hannelore Kraft eine klare rot-grüne Mehrheit gehabt. Und genau das will ich für Baden-Württemberg. Jeder, der Linkspartei wählt, vergibt eine Stimme für den Wechsel. Ja, brauchen Sie nicht, das ist die Rechtsfrage. Also, wenn man irgendwie rechnen kann und wenn man irgendwie auch vielleicht mal sozusagen Erfahrungen aufnimmt aus anderen Landtagswahlen, dann ist das die klare Schlussfolgerung aus dem, was man in Nordrhein-Westfalen gesehen hat. Und deshalb werde ich nicht jetzt da groß anfangen mit Rot-Rot-Grün, sondern ich werde sagen, ich kämpfe für Rot-Grün. Wir sind so nah dran wie noch nie zuvor. Und selbstverständlich werde ich das Wählervotum respektieren. In alle Richtungen. In alle Richtungen. Wenn die FDP reinkommt und ich nur mit der FDP eine Mehrheit bekomme, werde ich auch mit der FDP reden, mit Herrn Goll. Ja? Dann werde ich mit ihm reden, kriegt man das hin. Und wenn die Linkspartei doch reinkommen sollte, ich glaube es nicht, aber wenn sie reinkommen sollte, dann stehen Wählerinnen und Wähler dahinter mit Anliegen, die man auch respektieren muss. Da schließe ich dann auch nichts aus. Aber ich sage eins ganz deutlich. Die Linkspartei ist in ihrem jetzigen Zustand weder regierungsfähig noch regierungswillig. Und ich sehe nicht, wie sie das bis zum 27. März ausgerechnet in Baden-Württemberg ändern sollte. Aber wir werden sehen. Das ist alles deren Problem. Das geht mich alles gar nichts an. Ich kämpfe für Rot-Grün mit mir als Ministerpräsidenten. Wir sind so nah dran. Und deshalb kein Vertändeln, kein Vergeben von Stimmen, sondern klare Aussage, starke SPD, dann schaffen wir es. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Lieber Nils, ich möchte Ihnen danken, dass Sie heute hier waren. Ich möchte Sie aufrufen dazu, die nächste 2,5 Wochen zu nutzen, für den Wechsel zu werben. Ich glaube, unser Land hat es verdient, der zukünftige Ministerpräsident hat es verdient und es haben auch die Menschen hier im Kreis verdient. Deswegen dir, lieber Nils, ganz herzlichen Dank dafür, dass du heute am Faschingsdienstagabend deine Familie ein weiteres Mal allein gelassen hast. Das geht ja mir auch immer so. Wo ist Mama? Sie macht Familienpolitik. Ja. Trotzdem, dir ganz herzlichen Dank für dein Kommen. Ich habe dir hier, du hast ja mit dem Wein nicht so, das wäre ja eigentlich das übliche Geschenk in unserer Gegend, ja, und auch sicher kein schlechtes. Aber wie gesagt, damit hast du nicht so. Deswegen habe ich dir ein Buch von meinem Smurkreis mitgebracht und ich würde mir wünschen, wenn du mal einen Blick reinwerfen könntest, vielleicht reicht es mal ein Sonntagsausflug mit der Familie hierher, dann kannst du gerne zum Kaffee bei mir vorbeikommen, auch als Ministerpräsident. Herzlichen Dank dir. Zeit nehmen können, um auch miteinander zu sprechen, denn wir machen ja ganz bewusst Dialogveranstaltungen. Ansonsten einen guten Heimweg, eine gute, eine kraftvolle Zeit bis zum 27. März. Alles Gute Ihnen.